Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 39. Episode dieses Empyreon Let's Plays. Zweite Staffel nach wie vor. Wir befinden uns im Anflug auf dem Planeten Oskotyn. Dort möchte ich den dummen Hund besuchen, möchte mal gucken, wie seine Basis aussieht. Den Sweet möchten wir besuchen, der dort auch seine Basis hat. Ja, waren wir lange nicht mehr. Schöner Planet, ist sozusagen das Mallorca und unter den Planeten hier. Wunderschöne Strände, Palmen, praktisch ewig Sonne bis auf in der Nacht. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Hier möchte man eine Basis haben, wenn man in dem Spiel ist. Und wir steuern auch mal die Sonnenseite an. So, ich stelle das mal ein bisschen auf den Kopf alles. Nah genug dran. Schmeißen wir den Anker. Na. So, wir sind auf Null. Können wir abstellen. Obwohl, abstellen ist ja Blödsinn. Dann fliege ich ja wieder in dem Raumschiff rum. Wir brauchen ja die Anziehungskraft. Ansonsten fliegt man hier so ein bisschen rum wie eine Flipperkugel. Garten checken. Warum ist denn das hier bloß Tails bewachsen? Keine Tomaten, das wundert mich ein wenig. Kürbis ist auch noch nicht fertig. Einfach rein hier. Ist das hier verdellt? Sind da Dellen? Ja, sind Dellen. Wo kommen die denn her? Da ist ein bisschen Beschuss von Dingens hier eben. Thermica Station. Ist irgendwas kaputt an dem Schiff? Oh, eine kleine Begehung machen hier. Ja, ein paar Dellen. Oh, schlecht texturiert. Wer war das? Kratzer, aber ansonsten denke ich alles soweit in Ordnung, würde ich sagen. Ne. Na, Jetpack an und runter. So, allgemeine Befinden 99%. Habe ich jetzt mein Schiff dort stehen lassen? Nee, ne? Ich habe mein Schiff da nicht stehen lassen, oder? Bei Thermica Station? Oh, come on. Okay, dann machen wir hier einen kleinen Cut. Ich hole mir ein Schiff und dann treffen wir uns hier gleich wieder. Aber das ist ja albern, da wollte ich euch ja nicht mitnehmen. Ups. Gut, und weiter geht's. Ich habe den Flo wieder im Huckepack und wir nähern uns Oskotyn. Hier sollte aber auch irgendwo noch ein großes Schiff in der Nähe sein. Das würde ich mir doch auch gerne angucken, weil ich doch so neugierig bin. Schauen wir mal. Wobei doch verwunderlich ist, die meisten hier wissen eigentlich, dass es Probleme bereiten kann, ein Schiff, ein großes Schiff am Orbit stehen zu lassen. Ich möchte nicht in die Atmosphäre eindringen. Also haben wir schon ein paar Mal erlebt. Wir mussten ein paar Backups wieder einspielen, weil mit der Fraktion was nicht gestimmt hat. Und dann waren die großen Schiffe aus den Umlaufbahnen der Planeten verschwunden. Hast du da ein Schiff? Könnte sein. Ach, könnte das Apollo-Programm sein vom Hund? Ich hoffe, dass ich da noch nicht zu viel verrate. Sehe ich auch das erste Mal jetzt. Weil der dumme Hund, der hatte im ersten Let's Play, in der ersten Staffel, hatte er eine schöne Rakete stehen. Da habe ich ihn ja gefragt, ob er nicht nochmal eine Rakete bauen kann. Und da hat er sie.
Okay. Von Fan und als Spitze eine dicke, fette Waffe. Da wird sie die Nase aber freuen. So, wo könnten wir denn hier mal einen Eingang haben? Da ist was Viereckiges, da versuchen wir mal unser Glück. So, Schubdüsen aus. Also wirklich, ich habe nun extra meine Waffen umbelegt, weil ich nun gedacht habe, dass wenn ich hier so eine Konsole deaktiviere, dass ich dann automatisch immer Waffenslot 1 angeboten kriege. Und hat mich ja immer genervt, du kommst hier aus der Konsole raus, sozusagen, aus der Steuerkonsole und hast dann mal gleich die Taschenlampe in der Hand. Also wie man es auch macht, das Programm trickst einen aus. Das Programm ist schlauer, beziehungsweise keine O2-Flaschen in den Tanks. Die verbrauchen sich auch. Oh, 10 Stück dürfte okay sein. Dann gibt es auch wieder Luft für alle. Jetpack an. Tja, da hast du jetzt auch einen Haufen neuer Teile, mit denen du an und für sich so ein bisschen basteln kannst. Also diese Rundung oder so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht besser wäre mit den Rundungen, obwohl. Ja, das wirst du probiert haben. Ist dann auch schwierig hier mit der Rundung hier auf so eine breitere Fläche zu kommen. Nee. Nee. Hallo. Jetpack aus und wir fallen erstmal irgendwo hin. Ich kann mich nicht bewegen. Hast du noch keine Dingens hier drin? Das ist der Außeneingang. Gut gemerkt. So eine Schwerkrafterzeuger, hast du die noch drin, noch nicht drin? Jetzt suche ich meine Taschenlampe, die nicht mehr auf der 1 ist. Oder haben wir hier Licht? Licht ist an. Sparsam. NASA ist ja auch arm. Ein paar Beifahrersitze. Kann es sein, dass das hier ein bisschen verdellicht ist oder so? Hast du da Dellen? Weil die unterscheiden sich irgendwie, die Blöcke. Ja. Mach ich dir aber ganz. Kein Problem. Ein bisschen mit Explosivmaterial hier gespielt. Oh, und hier haben wir auch den Sch Hauptstein, den Kern. Na, das ist immer nicht so zu empfehlen, weil Aliens zielen auf den Kern und wenn du da in der Nähe sitzt, kann es das sein, dass sie dich dann auch abknallen. Erinnere bloß an letzte Staffel mit der Mutter, als ich da an Terminator Station verzweifelt bin oder als sie mich da flachgelegt haben. So, hier sind wir reingekommen. Eigentlich bloß ein langer Zylinder, aber du schaffst es doch irgendwie, mich hier so zu verwirren. Hier ist eine Tür. In irgendeinen leeren Raum. Okay. Sind wir von da jetzt gekommen oder sind wir. Ach Gott. Man stößt hier mit den Füßen irgendwas gegen. Ja, hier waren wir gewesen. Von hier kommen wir doch. Da ist der Eingang, da wird das Cockpit sein. Ey, nicht dauernd mit den Füßen irgendwo hängen bleiben, bitte. Eine Tür. Hier ist der Schwerkraftgenerator. Warum stelle ich mich denn hier so an? Warum?
Hund, irgendwas stimmt hier nicht. Warum kann ich mich hier nicht bewegen? Kann sein, dass sein Schiff irgendwie auf der Seite liegt oder. Also irgendwas scheint hier nicht hinzuhauen. Kann mich echt nicht bewegen. Ohne Jetpack. Ziemlich hoher Raum. Naja, hier ist Platz für Satelliten und andere technische Zeug. Was könnte das sein? Ah, ein Garten, natürlich. Selbstverständlich. Kochkonsole alt, irgendwie auf der Decke. Also ich kann mich hier echt schwer orientieren, was oben und unten ist. Und sind wir von da gekommen? Oder von da? RCS. Lufttank. Und Energietanks. Dann gebe ich dir mal ein bisschen was aus. Generatoren. Tja. Eine Tür war hier unten. Toll. Ich muss mich den ganzen Weg wieder nach oben machen. Ah, hat er bestimmt dran gedacht. Ah, ja, guck mal, da unten sieht man schon. So, da, und hier ist ja auch noch der Warpkern. Ja, die Rakete ist ein bisschen anders aufgebaut als die Rakete aus dem ersten Let's Play. Ja, okay. Ah, die ist ein bisschen größer. Merkt man deutlich. Ja, und was taut da nun mit diesem Generator nicht hin. Irgendwas ist doch da nicht richtig. Mal wieder das Licht ausschalten. Karre komplett abgeschaltet, obwohl dann wachsen ja deine Pflanzen nicht mehr. Wo könnte die Black Star sein? Da könnte sie sein. Obwohl wir können auch gleich in den Hangar. Dann hole ich mir mein kleines Schiffchen und dann geht es so runter auf die Oberfläche. Du kannst den Planeten nur als Passagier betreten. Also diese Meldungen verwirren doch einigermaßen stark. Und der Apokalypse. Schön, dass ich einfach Apokalypse sage. Hi. Jetzt dann. Machen wir hier noch weiter mit der Gebärdensprache. Stürzen wie ein Stück Stein auf diesem Planeten ab. Na, überstrahlt ein bisschen. Oh, und wir sind doch gleich über der Plattform vom Dummhund. Sie haben eine lange Treppe hier hingebaut. Ach so, das wird wahrscheinlich seine Startrampe für die Apollo-Rakete, nehme ich mal stark an, dass er die da rauflegt oder so. Dass er gleich in die Richtung dann nach oben abhauen kann. Könnte ich mir vorstellen. Nur seine Big Mama, sein großes Schiff ist nicht da. War doch auf dem Server, oder? Ne, er ist schon wieder gegangen, okay. Keine Ahnung, wo seine Big Mama ist. Das ist sein Klingone, den er gebaut hat. Ich mach mal das Hut weg. Auch ein Vogel, mit dem er gerne mal einen kleinen Angriff auf eine Basis fliegt. Apokalypse treibt sich auf Maspero rum, allerdings auch schon seit einigen Episoden und da ist das Ambiente doch ein klein bisschen spooky. Gebe ich gerne zu. So, hier parkt der Chef seine Sachen. Also suchen wir uns eine andere Ecke. Schwupp. Komm hier. Uns mal regelkonform verhalten.
keiner da ist und keiner guckt. Ja, willkommen auf Oskotyn. Ah, hier ist auch gleich ein Eingang in die Base. Also aufpassen, dass wir nicht rinfallen. Kleine Black Lady. Auch ein Eigenbau vom Hund. So, nehmen wir hier am Gewächshaus ohne Türen. Rein. Hier nicht rumrennen. Aha, hier ist der Eingang. Hier ist noch ein Eingang, ja. Drei Seiten, keine Eingänge, aber an einer Seite zwei. Im Gewächshaus. Alles da, alles vorhanden, alles schick. Das ist nicht verbunden mit der Basis, okay. Hier liegt ein Stein rum. Wir können ja eigentlich auch mal alles wegstecken, hier wird uns keiner angreifen. Die Kochecke mit Küchentisch. Ah, hier kann man den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang schön genießen, wenn man die Beine lang macht. Fernseher brauchen wir hier ja nicht. Die Gegend ist so schön. Oh, ein neues Dekorobjekt. Müssen wir uns heilen? Ne, uns geht's eigentlich gut. Eigentlich. Na, gucken wir mal, wo die Dinger hier hinführen. Storage-Bereich, wie ich annehme. Ja, der Mann braucht nicht viel. Der lebt eigentlich auch mehr in seinem Raumschiff. Türmchen wohl. Und dann sind wir auf dem Dach und fallen hier fast runter. Hallo. Schönen Keller, wie ich annehme. Genau, hier ist nämlich die Crafting Area. Schön beschriftet. Promethium, Kobalt, Bauteile, Eisenbahn, okay. Hier geht's noch weiter. Alles sehr eng verbaut. Oskotun hat nicht so viel Platz. Da muss alles in einen Raum. So. Ja, dann haben wir eigentlich hier basismäßig soweit alles gesehen. Obwohl, da war doch eine Landebahn, war doch eine Klappe. Wo führt die denn hin? Hier, die Nummer. Ah, okay. Der geheime Bunker. Ah. Noch mehr Crafting. Ach, das sind zwei Basen sozusagen. Kann das sein? Wuff, zwei Basis. Weil hier noch ein Generator hängen hat, wundert mich das ein wenig. Oder ist das doch alles eine? Ich meine, gut, die sind ja, klar, die sind ja hier durch Beton auch verbunden. Jo. Ja, aber viel Platz für Nachbarn, die mal zu Besuch kommen. Finde ich gut. Kommt man immer gerne. Man weiß, man kann sein Schiff schön abstellen. Muss nicht irgendwo vom Acker landen. Ach so, der Klingone. Den möchten wir doch auch nochmal in Augenschein nehmen. Erstmal eine Tür finden. Ach so, die Lampe ist jetzt da. Ja, Bewaffnung wurde nicht gespart. Was lang da? Da ist die Tür. Heck, schön beleuchtet. Mega bewaffnete Ding. Ups. Alter, her kommt die Treppe ja nicht hoch. So, und hier hängt gleich zur Begrüßung der Kahn und auch zur Begrüßung zwei Geschütze, falls sich jemand rumtreibt, der sich hier nicht rumtreiben sollte. Der Warp-Tank.
aus wie. Nee, sind normale Stahlblöcke. Ich dachte zuerst, dass es irgendwie hier so Schubdüsen sind. Da ist er dann einfach, da hat er den Kern gebaut und ist dann nicht mehr rangekommen, um die Decke weiter zu lackieren. Das ist auch blöd. Also blöd gemacht irgendwie. Generator hier mitten in der Wand drin. Hier der Kern. Das ist schon eigentlich ganz schön eng bebaut hier. Warum komme ich jetzt hier nicht weg? Warum, was hält mich denn hier fest? Ich komme nicht am Kern vorbei, also ich muss direkt hier durch die Säule da durch. Okay. Schwerkraftgenerator, da sind wir rein. Kleines enge Treppenhaus. Aber so, die Position mit dem Kern gefällt mir auch gut. Ein Constructor. Obwohl das vielleicht so Constructor-mäßig gerade in so einem engen Schiff würde sich das vielleicht empfehlen, wenn man sich hier per Undock-Platte so, ich sag mal, ein kleines Raumschiff reinstellt. Da hat man dann auch viel, viel Platz. Also auf dem Platz hier des großen Constructors kannst du auch 20 kleine Constructor und noch 15 Kisten dazu machen oder umgekehrt. Das ist sehr platzsparend. Aussichtsdeck nehme ich an. Okay. Gut, mal Kopf rausgesteckt. Oh, die Küche. Ja, der Klingone ist aber ein Schiff ohne Garten, wie ich sehe. Das ist ja auch ungewöhnlich beim Herrn Hund, dass hier irgendwas fehlt. So, die Aussichtsplattform. Cockpit. Naja, gut. Wo Platz für einen Garten wäre hier eigentlich? Du kannst doch die Säule nur mit Sicherheit irgendwo anders unterbringen. Juti, machen wir an dieser Stelle Feierabend. Ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.